Oh. Oh Mann. Ach du dicker Dino. Ich bin da! Oh, was für ein bezauberndes Baby. Ja. Oh, bin aber nackig. Wer ist die Mama? Wo ist die Mama? Na, komm mal her, du niedliches Ding. Na, wie geht's, wie geht's, wie geht's, wie geht's, wie geht's? Was? Nicht die Mama, nicht die Mama, nicht die Mama, nicht bin die Mama. Bin ich froh, wenn du aus diesem Alter raus bist. Du Wochenendaushilfe, meinst du, du bringst mich zum Schlafen? Niemals, ich bin schon mit ganz anderen Mamas fertig geworden. Hey, was machst du da? Hey, das macht Spaß, das gefällt mir. Ach, das gefällt dir? Dann wird dir das noch mehr gefallen. Was? Mann, das macht Spaß. Was machen wir jetzt, Papa? Gefällt dir? Was machst du jetzt? Dum, dum, dum. Oh, Papa, tanz! Dum, 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 dum. Fläschchen leer ist, ist dein Bauch ganz voll. Ich war immer noch leer wie mehr. Nichts mehr. Das nächste Fläschchen gibt's vorm Schlafengehen. Oh, Baby ist müde, muss schlafen gehen. Muss nicht schlafen gehen. Muss schlafen gehen. Muss nicht schlafen. Mein Fläschchen. Erst vorm Schlafen gehen. Das stinkt mir. Komm her, komm her, komm her. Nur im VFJM lernt man, wen, was und wie man richtig zerfleischen kann. Dauert nicht mehr lange, dann haust du deine Beißerchen auch schon in rohes lebendes Fleisch, was, Junior? Na, weil heute Aschetag ist und wir nicht zur Schule müssen. Ja. Baby muss auch nicht zur Schule. Du bist ein Baby und Babys gehen nicht zur Schule. Ich will aber zur Schule gehen. Warum? Dann darf ich zu Hause bleiben. Du bist doch zu Hause. Dann hab ich ja, was ich will. Junge, Junge. Fabelhaft. Wie schön, dass Sie gekommen sind. Bla, 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 bla. Schluss mit der Plauderei. Erhebt mir die Gläser. Auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft. Freundschaft. Stoßen wir an. Ja, stoßen wir an. Prost. Ich will anstoßen. Warum stößt keiner mit mir an? Ah. Au. Nun haben wir es. Das wäre wohl das Ende. Soll ich Ihnen gleich mal meinen Bauch hinhalten, Chef? Hey, Earl, nun seid ihr mal nicht albern, Mann. Wie könnte ich wohl böse sein auf so ein appetitliches, wonniges, aufgewecktes Herzchen? Schnucki, Schnucki, Schnuck! Ah! Oma, zwei Scheiben Brot! Ich mach mir jetzt nämlich ein Sandwich! Entschuldigung. Macht er das. Geht alles den Bach runter. Papa? Oh! Du bist doof! Ja! Säge steht dran, aber eigentlich müsste eine Falle dran stehen. Ach, wenn du einen guten Vorschlag einreichst, dann wird man dich dafür vielleicht befördern. Aber Fran, mein naiver kleiner Liebling, du hast ja keine Ahnung von den Tücken der Arbeitswelt. Guck mal, guck mal, guck mal! Wenn ich einen Vorschlag in den Kasten schmeiße, heißt das, ich hatte eine Idee. Wenn ich eine Idee hatte, heißt das, ich habe den ganzen Tag nachgedacht, um auf die Idee zu kommen. Und wenn ich nachdenke, kann ich nicht arbeiten. Und wenn ein Vorschlag mit meinem Namen im Kasten ist, haben Sie den Beweis. Eine Falle. Aber zum Glück rieche ich eine Falle sofort. Was anderes, Papa. Jedes Kind sollte ein Haustier haben, richtig? Na klar. Ah, weg!
Weg da! Wenn du in deiner Firma weiterkommen willst, musst du mehr Fantasie zeigen. So ist dein Chef auch dahin gekommen, wo er heute ist. Mein Chef ist da, wo er ist, weil er seinen Chef aufgegessen hat. Jo, Monster, wo bist du? Der Dino, den ich einmal geheiratet habe, sprühte vor Ideen. Er hätte den ganzen Kasten mit Vorschlägen vollgestopft. Was ist bloß aus dem Dino von damals geworden? Den gibt's nicht mehr. Das ist deine Schuld. Also lass ihn in Frieden ruhen und sein Abendessen verspeisen. Hast du den Saft getrunken? Ja. Ah, dann kriegst du jetzt was zum Naschen. Sieh mal. Knusperhöhlenmännchen, gib her, ja. Gib her. Und, was sagt man? Mehr. Nein, das meine ich nicht. Mach schon, du weißt genau, was man sagt. Ich warte auf das Zauberwort. Will mehr haben. Sag mir das Zauberwort. Warum, weißt du es auch nicht? Ich weiß, wie es heißt. Und du auch. Nein, wenn du schreist, hilft das auch nicht. Mein Knuspermann ist weg. Du hast ihn aufgegessen. Der Knusperzwerg hat ihn mir weggenommen. Oh ja, der Knusperzwerg hat ihn. Brauchst mich gar nicht zu veräppeln. Das ist eine Sache zwischen dir und diesem Knusperzwerg. Also musst du das auch mit ihm regeln. Dann vielen Dank für überhaupt nichts. Ich hab ein Knuspermännchen. Ich hab hier wieder was Feines für dich. Was Feines zum Naschen. Ich pass auch kein bisschen drauf auf. Was ist das? Heiß, mächtig heiß. Was machst du denn da drin? Du willst wohl baden? Nein, Mama, nicht baden, nein. Mama, nicht baden, Mama. Den werde ich mir schnappen. Guten Morgen, Familie. Wer liebt mich? Nicht die Mama. Nun habe ich es aber endgültig satt. Jetzt ist Schluss mit diesem nicht die Mama. Ich bin nicht dein nicht die Mama, ich bin dein Papa. Und zwar der Einzige, den du hast. Und so will ich auch genannt werden. Also sag Papa. Los, sag Papa. Na schön. Na fein. Na gut. Sag Pa. Pa. Sag Pa. 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 Papa. Papa. Fren, komm mal her. Papa. Oh, Fren. Papa. Oh, er liebt mich, hörst du? Papa, Papa. Papa, 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 Papa. Nicht die Mama. Aber Robby, das ist viel zu laut. Ich hätte gern zwei mit Käse. Was? Ja. Ist viel zu laut. Außerdem verdirbt diese Musik den Charakter. Mama, jetzt übertreibst du aber. Bier, Tabak, Whisky, Mädchen. Das hat er sonst woher? Wo ist er? Wo ist er? Da haben wir ja meinen Geburtstagsjungen da. Geschenke, ja, morgen ist ein großer Tag. Gebär. Nein, morgen erst. Fein, da gibt's Geschenke, Luftschlangen, Pinsel, ich hab alles besorgt. Ein Pony kriegst du auch. Es gibt ein Pony? Ein Pony. Braun und knusprig gegrillt, ganz saftig. Earl, du verwöhnst ihn. Er soll mich gerne haben. Ist denn das so schlimm? Du musst dir seine Liebe verdienen, aber nicht erkaufen. Das kann ja Jahre dauern. Ich bin sein Vater. Er soll mich heute schon lieben. Es muss von Herzen kommen. Dafür zahle ich auch. Sieh mal, was Papa für dich hat. Ist mir egal, gib her. Hast du mich auch lieb? Gib her, komm. Geht mir richtig ans Herz. Wir sind wie Vater und Sohn. Ja. Ja. Ist er nicht noch ein bisschen zu jung für Baseball? Ich habe schon Baseball gespielt, bevor ich auf die Welt kam. Vielleicht ist der Schläger noch ein bisschen zu schwer für dich. Au! Nicht die Mama! Hätte mir denken können, dass das kommt. Oi, oi. Zum Glück hat mir das kein bisschen wehgetan. Oi. Oi, oi. Ist er tot? Bestimmt nicht. Wäre er tot, würde die Beule nicht immer weiter anschwellen. Genau. Das ist meine Familie. Sie lieben und bedauern mich. Papa blinzelt. Dann lebt er wohl. Nicht unbedingt. Sowas ist manchmal ein unwillkürliches Muskelzucken. Meine geliebten Kinder, sie geben mir Ruhe und Freude.